Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Letzte Folge konnten wir in Erfahrung bringen, dass unser Kollege aus der Mages Guild, der hier die Necromancer infiltriert hat, leider, wie es aussieht, zu irgendeiner Art Ghoul, Thrall, ist auf jeden Fall nicht mehr er selbst. Und jetzt ist hier ganz, ganz viel an Gegnerzeugs vor mir und das würde ich doch einfach mal gucken, wie gut ich das hier wegbekomme. Das gefällt mir ganz gut. Die hier in den Gang kommt, dann kommt nämlich keiner mit, wenn ich die hier mal eben steche. So. Einer weniger. So gefällt mir das. Wenn jetzt die anderen auch alle einzeln für einzeln hierher kommen würden, wäre das natürlich nochmal insane gut. Wobei ich nicht glaube, dass sie das machen werden. Schauen wir erstmal, wie das denn hier so aufgeteilt. Oh. Die ist alleine. Ja, aber das ist eine schlechte Idee. Das war knapp. Wo ist das Skelett? Das war, glaube ich, hier vorne hin. Warum hält er so viel aus? So, die gehen beide da rein. Seh nix. Wo guckt der hin? So, mit etwas Glück. Nein. Nein, kein Glück. Dann... Na ja, komm. Wunderbar. Ebony Mace. Hat er wahrscheinlich auch. Nee. Keine Armor. Aber das Ebony Mace ist schon mal eine Menge Kohle wert. Das ist schön. So. Ist auch noch irgendwo ein Geist am Raum schwirren. Neben dem Neverlich da hinten. Boah, ey. Man sieht gar nichts. Okay, ich würde sagen, die sehen dann auch nichts. Ah, doch. Können wir dich... Nein! Nein! Das ist doch doof. Da hinten? Da ist doch jemand. Oder kommt jetzt hier ein Zombie auf diese Seite? Ja. Er kommt hierher. Man sieht ihn zwar fast überhaupt nicht, aber da ist er. Seht ihr? Zack. Einer weniger. Perfekt. So, wenn ich mich jetzt nicht vertue, müsste da noch ein Necromancer, ein Bone Knight, ein Neverlich und ein Geist sein. Also vier Leute. Ich glaube, das ist schlechter, wenn ich die Sicht anmache, als wenn ich einfach normal reingucke. Hoppala. Ach komm. So, eine Falle? Ja. Aber weggemacht. Freu ich nicht. Freu ich nicht. So, wo ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt der Geist? Hier ist ein Necromancer. Da vorne ist Neverlich und der Geist. Gut. Zwei Neverlich. Erzählt. So. Einer weniger. Wird nicht gelohnt. So. Da ist noch ein Necromancer, zwei Neverliches. Oh. Also zwei Neverliches, ein Necromancer, ein Geist und ein Bone Knight. Fünf noch. So, mal schauen. Der Bone Knight trägt auch wieder ein Ebony Mace, das heißt, ein Hit wird es nicht sein. Da ist noch ein Zombie. Der denn hier? Ist hier wieder aufgestanden?
Nein! Wer hat mich gesehen? Der Geist hat mich gesehen, okay. Gehen wir mal schnell auf die andere Seite. So, jetzt können wir den Zombie eben schnell wegballern. Kommt der Geist nach vorne oder was macht er jetzt? Ne. Scheint nicht so. Aber das ist ganz gut, wenn die jetzt hier sind. Dann kann ich mal eben zum Necro da vorne rechts. Dann schauen, ob ich den Neverlich auch one-hitten kann. Steht aber scheiße. Okay. Lass mich mal hier vorbei. Danke. Du denn? Tasche. So, der Neverlich. Dann sind es nämlich nur noch drei. Hier stehen zwei! Den sieht man gar nicht. Well, well. Look who we've got here. Niemand? Das ist jetzt schlecht. Die haben mich noch nicht gesehen. Das hat ganz gut geklappt. So, wie viel hat der? Nein, er heilt sich! Nein! Der muss natürlich nach vorne gucken. Kriege ich es vielleicht hin? Irgendwas blockt den Hit. Oder die haben sich geheilt. Hat sich geheilt. Keine Chance. Doof, ey. Warum mache ich eigentlich ein Spell und es passiert nichts mit meinem Mana? Bleibt irgendwie die ganze Zeit statisch auf dem Wert. Liegt es daran, dass ich jetzt ein Illusionist bin? 82 Punkte habe ich. Schon echt viel. Okay. Mal sagen, erstmal baller ich mir mal eben kurz ein Frost Shield, warum nicht? Reflection auch wohl. Fire Resist. Oh, kann ich nicht trinken. Kann ich nicht trinken. Dort ist nicht gut. So, irgendwas ist advanced, was auch immer es war. Auf jeden Fall den Necro. Wenn es da nicht, sondern den Lich machen. Kann ich casten? Kann ich casten? Shit. Mann, okay. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Die sind doch ein bisschen härter. Dann machen wir wen denn jetzt? Wen machen wir denn jetzt? Everlich ist zusammen mit Bone Knight. Und hier ist der Geist. Etwas Glück. Das war knapp. Ja, 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 so wie die sich aufteilen, das ist doch gar nicht schlecht. Ja, 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 ja. So. So, Feierabend. Einer weniger. Eine Neverlich geht jetzt auch gerade weg. Wo ist denn das? Death of Sickness? Okay. Lol, das ist zu einem. Okay. So, auch weg. Brauchen wir nur noch den Bone Knight. Feierabend. Jetzt haben wir nur noch zwei.
Ich denke nicht, dass ich den Necromancer, oder? Schnell mit zwei Pfeilen an der Wand nageln. Oh, lol! What the fuck? Okay. Hätte ich nicht in den Nahkampf gehen brauchen. Das war, wie es aussieht, Waste of Time. Ist er mit 12-fachen Sneak Damage im Nahkampf? Wie viel macht denn das hier? Also der Bogen macht 14 plus 13. Das sind dann mal eben 27 mal 6, 6-facher Sneak Damage, 120, 6 mal 7, 42, 142, 162? Das müsste hinhauen, 162. So, was macht denn das Short Sword? Das macht 12 mal 12 sind 120, okay, das macht weniger. 120, 140, 144. Okay. Aber dass das so ein krasser Unterschied ist, hätte ich nicht gedacht. Oh. Hungerfilet, ein bisschen Krimskrams. Wo ist denn der Elderlich? Der Neverwitch. Hier. Staff of Sickness nehmen wir auch gerne. Brauche ich auch nicht schleichen mehr. Ich hab da durchgegriffen. Nein! Das ist aber eine Frechheit, ne? Dass man einen Geist hat, der einen schlagen kann. Aber wenn man den dann... Oh, hier sind ganz viele Buttons unter Wasser. Wenn man den dann aber getötet hat, dann kann man die Sachen nicht mehr aufheben, die er gedroppt hat. Richtig viele Dinger unter Wasser. Hoppala. Gehen wir doch mal und aktivieren die alle. Hopp. Müsste ja hier auch einer sein, ne? Nicht? Aber hier ist einer. Irgendwas hat mich abgeballert. So, Vala Stones. Das ist nett. Diese komischen... Dieses komische laute Surren. Ich habe da vorne eine Tür gesehen, aber wenn hier ein Geheimgang ist, muss hier was Besonderes sein, oder? Oh oh. Wie heißt du? Ach, der Musianus. Das heißt, er ist einfach nur ein Zombie geworden. Tut mir leid, Kollege, aber so können wir dich nicht zurück zur Magiergilde nehmen. Nekromantie ist nicht erlaubt. Aber wir könnten dich als Igel verkleiden. Siehst schon mal gar nicht schlecht aus. Aber eigentlich haben Igel Dinge auf dem Rücken hier. Wie heißen sie? Nadeln, ne? Nennt man doch so beim Igel. Die Nadeln? Und nennt man das anderes? Anders. So, Feierabend. Genug rumgespielt. I found Musianus alias. He's been transformed into some kind of walking dead. There's nothing I can do for him. I could report his fate to Hannibal Treven at the Arcane University. Oder irgendwas? Mordflash, Zombie Brain. Guck mal. Ein anderer Zombie hat ihn noch nicht angefallen. Er hat noch ein intaktes Gehirn. So, dann gucken wir mal, ob hier nicht was Schönes in der Raum liegt. Hm? Das Licht ausmachen, dann sehe ich nichts. Oh, nur ein paar Potions. Na gut. Dann mal da vorne weiter. Da dürfte ja der Ausgang sein, ne? Das war nur für die beiden Vala Stones. Das hier ist eine Trap. Gut. Speichern. Das war eine miese Idee. Ein Necromancer.
Ja, ich gehe mal hier den Gang hoch. Feuer mal. Your strength is being drained und ich kann mich nicht bewegen. Will ich nicht. Nein, ist es nicht. Ich kann mich nur nicht bewegen. Das ist ziemlich ungewohnt. Hör auf! Weg! Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Hör jetzt auf, der Mann. Schnauze! So, Feierabend. Strength has advanced. So, wie viel haben sie mir abgezogen? Gar nichts? Ich weiß immer noch nicht, was meine Magicka drained. Meine Magicka. Meine Intelligence. Hier. Muss eine Krankheit sein. War ja meine Vermutung. Und ich habe immer noch keinen Altar aufgesucht, um mal zu gucken, ob es daran liegt. Potato. Lecker. Ein lecker Bratkartoffeln draus machen, ne? Eges Rope. Guck mal, die ist mal gar nicht schlecht. 18 Shield. Das ist mal gar keine schlechte Robe. Müssten mal solche Sachen den Leuten von der Academy geben. Nicht so eine Rotze hier. So. Your Poison. Nix. Oh, Torch aus Versehen aufgehoben. Das war nicht mein Plan. Aber die wiegt ja nichts. Noch nichts. Das war gelogen hier so ein bisschen der Sneak Skill. Eigentlich dürften die mich nicht hören, ob ich jetzt laufe oder schleiche. Wo sind wir jetzt hier wieder? Ach! Kollege Hackfleisch. Mit dem A-Light Ghost. LOL! Der ist jetzt keine, nicht mehr in der Geisterform. Komm, mach mal aus hier. Ich mach jetzt mal Licht an. Dann können wir uns die mal angucken. Starlight. Nein. Dann nochmal. Rhea Woon. Nein. Already knows the spell. Shit. Blast. Learned a new spell, das ist gut. Machen wir die erstmal durch hier. Lightning Bolt. New spell, schön. Kann das hier ziehen? Ja, man kann das auch ziehen. Okay, den kannte ich schon. Und ich muss unbedingt ausprobieren, das mit den Pfeiltasten und dem Handeln. Das muss ich ausprobieren. Nächstes Mal, wenn ich in der Stadt bin. So, wo ist denn jetzt hier... Minate? Nein. Was sind das denn nochmal? Ich das nicht unter. Das hier sind's. Ah, hier Torchlight? Torchlight war's. So. Oder? Kann die nicht draggen? Interessant. So sahen A-Lights aus. Dunkelbraune Haut. Kann leider das Gesicht nicht ausmachen. Aber die Rüstung hätte ich auch so blau eingeschätzt, wie sie da tragen. So, kann ich von Fifthrager noch was mitnehmen? Und voll. Zwei. Tipptopp. So. Speichern. Denn wir nicht in die Falle reinlaufen. Gut. Gut. Denn das ging schneller als gedacht. Ich dachte, ich bräuchte jetzt so 40 Minuten, um die ganze Cave zu klären. Habe ich gut gemacht, finde ich. Sehr gut, ich kann schnell reisen.
erstmal ins Market District. So, was haben wir hier? Mal wieder Abend. Aber das ist nicht so schlimm, denn ich will ja hier in Merchants Inn. Luca, besteht Nilfas noch hier? Nein, natürlich nicht. Nur klauen. Schade. Dann 6 Stunden warten. So, da ist Nilfas. I hope I can help. Ich hoffe doch. Have a look at my wares. I'm sure this. Lohnen dabei. Muss nämlich zweimal sagen. Short, das brauche ich noch. So, Fireball, 16 Uses. Ne. Kann ich besser jetzt schon verkaufen. Sickness, 20 Uses. Werde ich nie benutzen, weil das macht 30 Schaden und mittlerweile mein Bogen macht ja schon fast 30. Im Leben. So, was macht der? 20. Noch weniger werde ich den benutzen. Die Lyrus sind zu schwach, kannst du haben. Halt, ich wollte... Ja, ich kann hier mit den Heiltasten... Sekunde. So. Aber ich kann nicht mit Enter bestätigen. Aber ich kann das machen. Ich kann hier mit den Pfeiltasten hoch und runter. Ne? Und dann hier mit der Maus hier mich bewegen. Dann geht das Handeln schneller. That's a fair deal. Oh, nice. Danke. Warte, wie hieß er denn jetzt nochmal? Ich schau mal eben nach. Moment. War David Doofy? Wird das so ausgesprochen? Danke für den Tipp mit dem Falltasten. Und Enter. Und mit Enter kann man dann bestätigen. Also mit Enter kann man das auswählen und dann mit der Maus. That's more than I'd... kann man das dann hier bestätigen. Oh, nice. Dann thank ist das... you for your patronage. Ach so, mit rechts gehe ich dann wieder raus. Can I interest you in some of my wares? Das weiß ich noch nicht. Aha. Ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man mehrere Sachen macht. Also wenn man immer wieder Position 1 macht. Poison, Poison, Poison. That's more than I'd usually pay. Halt's Maul. You got a great deal there. Das weiß ich nicht, ob das wirklich ein great deal war. Great deal there. Denn eigentlich ist noch Luft nach oben bei dir, ne? So. Strong Poison. Fire Damage. Was ist denn Strong Poison auf Fire Damage? 10 Punkte. Wow. Rain Magica brauche ich auch nicht. Ich werde immer mal wieder die Maus benutzen, aus reiner Gewohnheit her, ne? Hier noch unnormal viele. Von denen hier. Aber ich habe Geld. Ich brauche die eigentlich nicht verkaufen. Ich meine, das hier kann ich verkaufen. Das hier auch. So wie das hier. Aber hier diese ganzen Spruchrollen, die verbrauchen keinen Magicka. Die werde ich jetzt nicht mehr verkaufen. Denn die sind vielleicht in manchen Bereichen hier gerade da. 75 Fire Damage. In 15 feet on target. Ist dann so eine Explosion wahrscheinlich, ne? Oder Legendary Magicka Drain. Bam, bam, bam. 4-mal drauf und auf einmal kann der Necro nicht mehr casten. Oder so. So. Danke fürs Kaufen, Nilfas. Wir müssen jetzt aber weiter. Also, erstmal das Spell. Drinker Amulet. Und back to Arcane University. Ah, you must be the Arcane University's newest edition. This humble battle age. Dankeschön. Heute haben wir schon 500.000 Mal gehört. Übertriebenerweise. Kollege Schmalspur wird sowieso wieder... Was? Du bist nicht am Schlafen? Was ist los mit dem? What news of your task? Your face looks grim. Gar nicht wahr. Bin happy, weil ich neue Sachen rausgefunden habe. Aber mein Charakter ist wahrscheinlich nicht happy. What? By the Nine? And there was nothing you could do for him?
What a horrible fate. I cannot imagine how they could do that to him. So many lives lost. I thank you for trying to save him. Ja, gern. Before we continue, you should speak to Raminus Polus about your advancement within the guild. Oh, schon? Cool. Was werde ich denn jetzt? Council Member? Polus, du bist wach? Good day. Oh. Premiere. Zweite Mal wach. You are a magician no more. Guild members shall now address you as Warlock. Congratulations. Oh, wo jetzt Magicians und Warlock gefallen ist, falls jemand ein gerne Light Novels liest und nach einer sucht, die über Magie und mystische Welten sich so drum dreht. A Warlock in a Magus World. Warte. Wird geschrieben. Oh, das sieht man. So, tschüss. Oh, das ist ein Weg. Jetzt kann man das. Was jetzt? Guck mal nicht. Warlock. Magus World. So wird's geschrieben. Mega geile Night Novel. Light Novel. Mega geile Light Novel. Kann man auch online, ich meine auf Read Light Novel oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich immer meine Light Novels gelesen hatte. Eine Zeit lang. Und dann spenden, wenn man das gut fand. Mega die well met, gute Guild Novel. Mate. Hi. There is an urgent matter which requires your personal attention. Gerne. This task falls to you and only you. Oh. Dann schieß mal los. Are you prepared to begin? Yes. Count Hasseldor of Skingrad has contacted the council. He claims to have information that is vital to us. He has requested that you personally travel to Skingrad to obtain this information. I cannot stress how important it is that our relationship with Hasseldor be preserved. I expect you to visit him immediately. Uh-huh. I am unsure as to why he has requested that you, of all people, should be the one to visit him. I have no wish to put you in harm's way. Please travel there as soon as possible. The Count is waiting for you. Okay, fragen wir nochmal. Please pay a visit to Count Hasseldor in Skingrad. If his information is as vital as he claims, we need it as soon as possible. Ich will meinen Nacken nicht knacken und es fühlt sich so an, als ob er knacken will. Das nervt. Das ist wie dann so, kennt ihr das in den Finger, wenn man so merkt, so, ich muss eigentlich knacken, aber es will nicht. Mega, mega. So, auf nach Castle Skingrad. Das ist ja mal ein Entrance hier, ey. Mega beschissenes Wetter. Die Fackeln von der Brücke am Leuchten. Oh, hier drin regnet's nicht. Okay. Dann halt nicht. Haben sie wohl einen Sonnenschirm großen aufgestellt. Speichern. Soll mit ihr hier reden. You are here to see the Count, yes? He has been expecting you. Please, wait here. I shall inform him of your arrival. Okay. Mach ich jetzt? Hi. Na? Wie geht's? You're new here, or you'd know me. Tutius Sextius, my people have lived in Skingrad since the dawn. Father and the Count were best of friends. He turned up dead. I guess someone finally got tired of his crazy behavior. Farewell. Ist gestolpert. Geht die denn hin? Geht da oben rein? Ich folge ihr mal ein Stück. Dann geht es bestimmt ein bisschen schneller. Darf ich hier auch rein? Ich glaube bis hierhin, oder? Boah, was ein Korridor, ey. So nur ganz, ganz leicht beleuchtet. Ich bin übrigens überlegen, ob ich jetzt demnächst wieder. Ich habe aber auch einen Post verfasst heute, das war Montag. Für die, die es geht. Ich habe eigentlich richtig Bock, Gothic zu spielen. In den letzten Tagen vor allem. Und ich weiß halt nicht, ob. Dann vielleicht auch mal eine Modifikation. Ob eher Gothic 1 oder Gothic 2.
Good afternoon. Hi. How are you? Okay. The Count is on his way. Please remain here and be patient. Okay. Ja, machen wir. How about mixing up some potions? You look like quite the alchemist. Bin ich, aber keine Zeit. Falls es jemand noch nicht gelesen hat, ich bin gerne offen für Vorschläge. Geh weg! Was soll das? Jetzt kommt auch noch die passende Move für diesen die Musik für diesen NPC-Move. Oh. Welcome, Guildmage. We meet again, although in different circumstances. Ja, moin. I fear this time you may find the results no more to your liking than the last. Less so, perhaps. The information I have for your guild will not be met with smiles and handshakes, I fear. I have called you here because, from our previous encounter, I believe you can be trusted. Okay. Consider the implications of that as you handle a small matter for me. Surprised? Nothing is for free, mage. There is a small nuisance I would have you deal with before I tell you what I know. One good turn deserves another, after all. It is a minor situation, to be sure, but neither I nor my guards can become directly involved. A nest of vampires has sprung up in Bloodcrust Cavern, southeast of the town. They are a threat to the town and must be eliminated. Their presence has drawn a group of vampire hunters to town, following rumors of vampires in Skingrad. While I do not believe my identity has been compromised, I do not wish to take any chances, and so cannot act on either matter. You, however, can act with impunity, and so will take care of this for me. Then, I will tell you what I know. What do you wish to know about it? The cavern is a short distance east of the castle, far enough from town that few residents have reason to pass by it, thankfully. I assure you, I am not responsible for them. I would never be so careless. Where there are mindless animals, predators are never far behind. This is not the first time such a thing has happened, however. On some level, they're aware of my presence. Whether they covet all that I have, or simply wish to see it destroyed, I do not know. They have given in to their instincts, and are little more than animals. They need to be exterminated, one way or another. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Very die völlig well. Aus. A troublesome lot. I expect you to deal with them. There are at least three of them. I know only one by name, a wood elf, called Eridor. He's rather good from what I understand. I could handle them myself, but it would be unwise to display my prowess in public. That is the folly of the young and proud. Of course, should you be caught murdering them in the streets, the guards will respond accordingly. I can't be connected with this, remember? Kann ich vielleicht einladen zur Vampirjagd? This I cannot say. I have refrained from expressing too much interest, lest their attention be turned towards the castle. The citizens will likely know more. I imagine many have noticed their presence here. Okay. Kill them. Run them out of town. Do what you will. I simply want them gone. Of course, should you be caught murdering them in the street, yeah. I cannot arouse further suspicion by offering leniency to you. Should you find yourself on the wrong... Ja, haben wir verstanden. Very well. Alles klar. Tschüss, Count Janus Hasseldor. Hasseldor. I shall await your return. Ich nenne dich einfach Janus. Na, Janus, wir sehen uns. Tschüss. So. Au. Noch ein Teppich. So. Das ist ein ganz guter Abschluss. Schön. Ein schöner Morgen? Nee, es ist mittags.
Also es hätte, dieses Szenario passt in meinen Augen besser zu mittags, aber gut. Machen wir in der nächsten Folge weiter mit der Vampirjagd und der Vampirjägerjagd. Oder halt Verhandlungsbasis. Mal gucken. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.